Hallo und herzlich willkommen zurück bei Atomic Zockt mit einer neuen Folge City Skylines. Ja, und erstmal vorweg, bevor ich es vergesse, wir müssen heute Silvester haben. Oder je nachdem, also die Folge kommt an Silvester raus. Ich weiß nicht, ob ihr denn dazu kommen werdet, weil ich werde die Zeit ganz normal belassen bei 16 Uhr. Und da kann es natürlich sein, dass der ein oder andere schon in Vorbereitungen ist, schon am Vorglühen ist, wie auch immer. Und ja, aber für die, die es gucken, wir haben jetzt Silvester und ja, das ist vielleicht noch ein schöner Jahresausklang, hier noch einmal zu schauen, was wir so bauen können, was wir schon gebaut haben. Und ja, dann ins neue Jahr hinein zu feiern. Aber erstmal fliegen wir hier rüber. Und zwar, ist das hier hinten hin? Ja, hier so grob in diese Ecke. Das sehen wir ja, wir haben hier etwas weniger Wasser und ich habe hier eine Mod aktiviert. Mit der ich jetzt... Okay, Wasserkapazität kann wahrscheinlich irgendwas regeln. Ja, nur leider kriegt man das... Ah doch, man kriegt es auch reingezogen. Und dann ist die Frage, wie das jetzt funktioniert. Was haben wir hier? Meereshöhe verschieben? Nee, das wollen wir nicht. Platziere mit der primären Maustaste, also links, entferne mit der sekundären Maustaste und anpassen des Wasserniveaus mit dem Griff. Wo haben wir denn hier irgendwie Oha? Wo kommt das Wasser eigentlich her? Das fließt von hier vorne rein. Das heißt, hier oben bräuchten wir auch Wasser, weil hier hatten wir mal Wasser. Wie schaut es aus, wenn wir hier oben eine Quelle platzieren? Dann müsste das jetzt eigentlich hier irgendwie anfangen zu sprudeln, genau. Und dann ist jetzt eben die Frage, wie viel kommt da raus? Wir können das generell verschieben. Wir können das auch hier hinsetzen. Ja, Tatsache. Okay, das wollten wir eigentlich nicht. Hier soll es irgendwo einen Regler geben. Ah, jetzt haben wir das. Okay. Wenn das nur grau ist, verschieben wir das. Und so würden wir hier den Regler hochsetzen. Hier hätten wir jetzt wahrscheinlich eine Riesenwelle einmal. Aber das wollen wir ja nicht haben. Setzen wir jetzt erstmal auf diesem Niveau hier fest und gucken dann, was denn hier so passieren mag. Im besten Falle läuft es hier eben nicht drüber. Wenn so vereinzelt Bäume mal im Wasser stehen, die können wir ja noch abreißen. Das ist ja nicht ganz so tragisch. Und wir könnten hier auch die Wasserkapazität erhöhen. Da müssen wir ein paar neues Ding bauen. Das könnten wir auch machen. Hier hinten auch nochmal. Wir gehen hier aber auch auf eher kleines. 0,1. Setzen das mal hier hin. Und passen hier die Höhe auch mal ein bisschen an. Guck mal, das sieht doch hier schon gar nicht so verkehrt aus, wenn hier das Wasser in der Höhenstufe hier hineingeleitet wird. Vielleicht ein bisschen nach unten. Weil nicht ganz so knapp hier am Rand sind. Und wie schaut es hier aus? Auch hier gibt es eine kleine Überflutung, aber das müsste sich jetzt auch regeln erstmal. Das etwas doch nach unten wieder setzen. Weil das ist hier natürlich eher Mist, weil es auch so ein bisschen in diese Bronzeindustrie hinein geht. Und wir sehen jetzt hier auch schon, dass hier eine Überschwemmung dann angezeigt wird. Hier fließt es auch komplett einmal rüber. Ja, das wollen wir nicht. Gehen wir nochmal weiter runter. Ah, das ist das Level, bis wo es gehen soll. Aber dann wäre das ja hier völliger Mumpitz. Gucken wir uns das Ganze mal an. Weil hier ist er definitiv drüber. Wenn wir mit dem jetzt hier noch weiter runter gehen und sagen, mach nur bis, ja, bis zu dieser Höhe. Gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier wieder ein bisschen mehr Wasser. Hier unten kommt auch etwas an.
Und das würde ich erstmal auch so laufen lassen. Es ist ja schon mehr geworden als zu Beginn der Folge, als wir hier das erste Mal waren. So, nehmen wir jetzt mal hier das Ding weg. Wir müssen einfach hier mal schauen, was sich denn hier noch so ergeben wird. Sinkt das hier gerade? Ja, es wabert vor sich hin. Wasser auf Meereshöhe. Nee. Und so wäre es doch ganz gut, wenn es so bleiben würde, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein bisschen niedriger. Aber das sieht doch erstmal soweit ganz gut aus. Hier auch. Hier gibt es auch keine Überschwemmungen mehr. Ja, guckt mal an. Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank dafür, für den Tipp in den Kommentaren. Hier passiert auch nichts. Hier können sie auch fahren. Sehr gut. Dann sollte sich das hier unten vielleicht auch demnächst ergeben. Wenn nicht, müssen wir nochmal irgendwo eine weitere Quelle platzieren. Aber das sehen wir dann. Und das ist dieses extra Landscaping-Tool. Habe ich jetzt hier einmal aktiviert, beziehungsweise erst natürlich heruntergeladen und dann aktiviert. Nur konnten wir jetzt da so ein bisschen Wasser irgendwo aus dem Boden sprudeln lassen. Ich hatte ja, glaube ich, hier an irgendeinem Kreisel. War das hier in dem Bereich? Nee, hier war es nicht. Aber hier haben wir ja sowas auch nicht. Ja, irgendwo hatte ich da aber gesagt, da könnten wir ja theoretisch einen See platzieren. Keine Angst, ich fliege jetzt ja nicht Ewigkeiten über die Karte. Ich gucke gerade nur, nee, hier ergab es das sowieso keinen Sinn. Also dann wüsste ich jetzt gerade nicht, wo es überhaupt gewesen ist. Weil hier drin, da haben wir nichts, was irgendwie in so eine Schleife geht. Also könnte höchstens sein, dass ich gemeint habe, hier an dieser Stelle. Aber wenn wir jetzt hier so ein Ding hinsetzen. Oh, ist ein bisschen groß. 0,2. Geht auch 0,1. 0,0. Wenn wir das jetzt hier hinsetzen. Dann passiert da eh nichts. Okay. Mit 0,1. Und dann hier hin. Dann kommt hier ein wenig Wasser aus dem Boden. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass das jetzt nicht hier die Straße läuft. Aber wir sehen schon, wir haben hier eh... Ja, jetzt haben wir vorhin schon eine Überschwemmung. Weil hier fließt es jetzt auch noch durch. Wir haben es dann nicht mehr geschlossen. Und wir hätten es, glaube ich, noch nie geschlossen, ne? Nee, das nehmen wir hier mal ganz, ganz schnell weg. Das lassen wir mal. Ich glaube, das stand auch in den Kommentaren, dass er gesagt wurde, nee, das sähe auch nicht aus und offensichtlich funktioniert es ja auch vorne und hinten nicht. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass das Wasser jetzt hier halbwegs schnell abfließt. Weil er steckt jetzt hier fest, weil die beiden, ja, jetzt können sie inzwischen wieder, weil der Tanklaster fährt natürlich noch voll rein. Aber hat noch funktioniert. Gut, und hier. Ja, jetzt hier zu den Ölkraftwerken, zum Bahnhof. Kommen jetzt hier Züge irgendwie an. Dürften hoffentlich noch fahren können. Okay, dann geht es hier unten einfach weiter. Hier hatten wir uns so ein kleines, nicht Konzept überlegt, aber so eine kleine Vorstadt überlegt, die dann hier auf der Seite sein soll. Und der Vorschlag, dass wir dieses hier irgendwann mal in Richtung Kleinfischdorf verbinden, kam auch relativ gut an. Da wurde, wenn ich das zumindest richtig verstanden habe, auch gesagt, ja, das könnte durchaus eine Entlastung sein. Und da wurde, glaube ich, auch hier unten diese Anbindung so ein bisschen angesprochen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die könnte man natürlich dann hier unter Umständen auch komplett wegnehmen. Da müsste man einfach mal schauen. Aber dann müssten wir hier irgendwie rüberkommen. Nee, ich glaube, das würde ich lassen. Hier unten gibt es einmal die Möglichkeit, auf diese große Verbindung zu kommen, auf die vierspurige Straße. Das passt dann, glaube ich, schon so. Hier müssen wir auch nichts weiter machen.
Also man könnte jetzt natürlich noch hier sagen, wir machen das asymmetrisch, zwei Spuren, aber wir sehen ja, wie der Verkehr hier ist. Also das ist nicht notwendig. Genau, dann können wir hier erstmal weitermachen. Oh. Und deswegen lohnt es sich auch immer zu schauen, dass man die Feuerwehr auch hat. Das haben wir ganz zu Beginn schon gemacht, die Infrastruktur. Und hier sehen wir auch noch den schönen Feuerwehrmann oder die Feuerwehrmänner und Frauen, die dann hier hinfahren und das Haus löschen. Das ist wohl in City Skylines 2 ja nicht mehr ganz so liebevoll umgesetzt. Da fährt einfach ein, ja, so ein Wagen vor, parkt da, hat auch glaube ich keine Animation mehr, wenn ich das mal richtig gesehen habe in diversen Videos. Oder brennt das Haus einfach nicht mehr. Ja, und da finde ich auch sowas hier irgendwie schöner. Ja, da fährt er auch wieder zurück. Okay, schauen wir, dass wir jetzt weitere Wohngebiete hier mal ausschreiben. Wir sehen, es ist alles soweit bebaut, was wir schon bebauen lassen wollten. Außer, was ist denn hier passiert? Hier ist wieder irgendwie was Komisches passiert. Nehmen wir mal so, genau wie hier. Das Ganze dann auch mitnehmen. Wir können hier schon mal freigeben. Hier das Vierergrundstück auf der Ecke. Das Eckgrundstück ist auch sehr beliebt. Und hier nehmen wir das auch noch mal mit. Das sieht hier wieder ein bisschen merkwürdig aus. Da würde ich aber sagen, dann nehmen wir dieses Vierer und dieses L irgendwie hier auf der Ecke. Wie kommen die denn hier rein? Die kommen ja von hier vorne rein. Und hier haben wir die große Verbindung und hier hinten haben wir auch noch mal etwas. Und hier unten haben wir ja die Schulen. Ja, dann bauen wir noch mal in der Nähe der Schulen. Da können wir es auch wieder, können wir das vielleicht eher zubauen lassen. Hier ist auch noch eine Lücke gewesen. Hier hinten am Ende der Straße gibt es auch noch mal das Haus. Die beiden Lücken füllen wir hier auch schon mal. Und die hier ebenso. Hier vorne wollten wir ja erstmal nichts machen. Neben der Schule. Wenn ich mich zumindest richtig erinnere. Ah, komm hier. Sonst sieht das eh so komisch. Ich hoffe mal, dass das so 3-3 aufgeteilt wird. An der Stelle. Dann haben wir doch hier schon soweit alles. Und das Endgrundstück. Und das nehmen wir hier auch mal mit. Hier können wir noch ein bisschen was freilassen. Ja, hier sehen wir schon, hier wird wieder fleißig gebaut. Das ist auch nicht geht gewesen. Wie ist denn hier die Struktur der Straße? Das müsste hier vorne zugehören. Und da ist ja noch die Frage, wie wollen wir das Ganze mit dem Weg machen? Wollten wir hier auch noch irgendwie durchziehen? Also hier haben wir ja schon den ganzen. Da haben wir uns dafür die Parkstraßen. Für den Park oder war das jetzt für den Zoo? Sehen wir ja gleich. Haben uns eben dafür entschieden. Das sind ja aber ja nur Fuß- und Radwege. Hier hinten brauchen wir das meiner Meinung nach nicht. Da könnten wir höchstens sagen, wir gehen von hier nochmal so quer rüber. Das machen wir auch. Insofern er denn... Ja, das können wir auch. Mal so und dann können wir das hier noch ein bisschen zielen, ne? Das hier einfach, das hier so auf die Ecke gehen lassen und sieht das aus, ja, genau, da können die direkt von hier vorne hier so schön rein, können hier auf den Bordstein entlang gehen, auf den Bürgersteigen und dann hier irgendwann so quer durch. Hier haben wir auch eine gute Verbindung. Wie wollen wir das hier machen? Ja, ich würde sagen, wir kommen von hier, können dann hier auch unten lang gehen. Nehmen wir den Weg nochmal hier einfach so gerade rüber. Das sehen wir gleich mal richtig. Und können dann, jetzt nehmen wir hier mal die ganzen Sachen so weit weg. Gehen hier geradeaus durch, oder? Guck mal, das sieht doch auch noch etwas aus. Dann kommen wir hier nämlich in dieses Wohngebiet. Hier wird das eh alles bebaut. Dementsprechend lassen wir den Weg hier. Ja, hier können wir einfach über die Straße dann gehen.
oder an der Straße entlang bis hier hinten hin. Brauchen wir noch eine Verbindung nach oben raus. Hier haben wir eine. Hier können wir mit den Autos raus. Ja, hier wäre vielleicht noch mal ganz praktisch, dass wir passend hier vorne. Ja, nehmen wir eher hier, ne? Den Weg. Dass wir sagen, von hier aus geht es dann einfach mal geradeaus nach oben an die Straße ran. Vielleicht hält er ja auch einen Bus hier oben. Das wäre ja dann ganz praktisch. Ich meine, das liegt ja in unseren Händen, ob da ein Bus hält oder nicht. Hier ist auch noch passend rangezogen worden. Das ziehen wir jetzt auch noch mal passend hier irgendwie zur Straße hin. Das auch. Und dann passt das doch so. Was wir jetzt hier noch brauchen, ist einen Überweg. Da gucken wir mal, ob wir uns einen schönen hinbasteln können. Eigentlich müssen wir diesen Knoten hier verschieben. Weil er passt nicht ganz. Naja, machen wir das mal hier so. Den Überweg. An der Stelle. Und lassen den auch schon mal so eingezeichnet. Das kann man, glaube ich, so machen. Wenn wir jetzt diesen Knoten hier verschieben, verschieben sich jetzt wieder die einzelnen Grundstücke, die da denn dran liegen. Und das könnte hiermit etwas kollidieren. Deswegen lassen wir das Ganze und schauen hier mal weiter. Haben wir hier schon wieder alles bebaut? Jo. Die ganzen Sachen, die wir freigegeben haben, die sind schon wieder zugebaut. Dann gehen wir hier einmal in die vollen. Ja, hier gehen wir bis nach vorne hin. Die beiden geben wir auch frei und hier oben hin. Ja. Ja, da haben wir nichts. Die ganze Riege geben wir auf einmal frei. Und dann hier noch so schön. Hier gibt es aber die kleineren Häuser. Hier wäre das auch nur der Fall. Gehen wir auch bis hier vorne. So, nehmen wir hier das Vierer und auf der Seite das Grundstück und dann gucken wir mal, wie das Ganze denn so entwickeln wird. Ja, wir brauchen hier oben ja auch noch ein bisschen was. Hier haben wir noch einen Hügel drin. Den könnte man so mit einschließen, dass man von hier aus quasi rausgeht und diesen Hügel bei der Bebauung einfach ausspart. Da wird gesagt, nö, hier wird nichts gebaut, hier steht einfach ein Hügel mittendrin. Dann hier könnte man vielleicht noch lass uns hier noch mal so einen Park irgendwie machen, so eine Parkanlage. Oder ein. Nee, ich war gerade am Überlegen, wegen so einem Naturschutzgebiet, wie wir hier oben haben, aber einfach einen kleinen Park hier drum rumzimmern. Was können wir denn machen? Erstmal möchte ich hier unten aber jetzt die Anbindung etwas optimieren, beziehungsweise überhaupt erstmal herstellen. Wir haben ja hier nur den Busverkehr erstmal eingerichtet. Und wir haben auf der Seite die S-Bahn und die U-Bahn. Die Frage wäre, wollen wir hier die U-Bahn mit rüberziehen? Ja, nein, vielleicht. Und noch ist es aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig. Vor allem komme ich auch nicht wirklich gut rein. Also hier wäre eine Möglichkeit, das Ganze rauszuziehen. Dann könnte man hier zwei U-Bahn-Stationen machen. Und dann hier irgendwo wieder reinzugehen. Das Ganze dann hier bis, wo geht das denn? Hier unten ist die Endstation, dann laufen zu lassen. Dann hätten wir auch relativ viele Überschneidungen. Hier die grüne geht ja unten auch da rein. Ja, viel mehr haben wir ja auch nicht, dann war hier nur gerade. Nee, also ich würde glaube ich auf den Bus gehen, wie wir das Ganze auch schon jetzt haben. Und dann könnten wir haben ja auch schon einen Wendehammer vom Bus. Könnt ihr hier den Umstieg machen? Was ich aber gerne mitnehmen möchte, ist hier die S-Bahn-Station. Wenn man denn hier hält, würde man hier zurückfahren, dann ergibt das hier oben mal so gar keinen Sinn. Kommen wir irgendwann die gelbe Linie ran? Nein, kommen wir nicht.
Okay, ja, dann machen wir das mit diesem Anschluss hier. Hier kann ich jetzt gerade das nicht ganz so gut setzen. Da möchte ich diese Linie ausblenden, aber das ist nicht zwingend notwendig. Da würde ich sagen, die Busse fahren ja auch rein. Die haben natürlich die Möglichkeit, hier oben auch zu sagen, hier möchten wir anhalten, aber wir starten hier drin einfach mal. Der Bus fährt hier rein und hält direkt hier am Anfang. Dein Ernst? Warum geht er denn da so durch? Das ist ja jetzt nicht so schön. Ja, wir halten hier nochmal nach der Kreuzung. Alternativ wäre natürlich, wir halten wirklich nur außen. Den würde ich aber andersrum fahren, aber also, so wie der Schulbus. Ja, die Frage ist, wollen wir hier überhaupt mit dem Bus rein? Oder reicht es uns, wenn wir die Haltestellen einfach hier außen setzen? Wir haben hier irgendwo eine. Vielleicht auf der Seite. Dann hier unten nochmal. Aber da sehen wir schon, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Wenn wir jetzt hier auf der Seite setzen, ja. Nee. Ich würde sagen, wir fahren hier schon rein. Und müssen mit dieser Führung der Linie dann ja, leider leben. Ja, wir könnten hier vorne nochmal halten. Und dann geht es hier raus. Oder wir fahren einfach generell hier gerade durch. Das wird da, glaube ich, auch funktionieren. Ne? Halten wir hier nochmal. Dann geht es hier raus. Hier unten auf die Strecke. Und hier könnten wir hier dort anhalten. Auch direkt, wo der Weg hier auch reinkommt. Oder an die Straße kommt. Halten am Ende nochmal. Fahren hier raus. Haben keinen Umstiegspunkt auf die orangene Linie. Noch keinen Bezug zur Schule. Ist das gut so? Ja, ich glaube schon. Das sollte dann halbwegs passen. Wir haben ja auch keine Haltestellen mehr. Okay. Dann gehen wir einmal ein bisschen vorne hin. Wir könnten auf dem Rückweg nochmal hier halten. Und fahren hier einfach so zurück. Ne? Dann sind wir hier hinten. Und hätten dann hier eine Linie. Ja, wie wollen wir die nennen? Großfischdorf, und dann brauchen wir wieder neue Zahlen. Das ist die Vorstadt. Was haben wir denn sonst so an Linien? Gucken wir mal kurz. EH, Großfischdorf. Nee, da haben wir gar keine Zahlen benutzt in Großfischdorf. Dann ist das einfach Großfischdorf Vorstadt. Machen wir das doch mal so, ne? Wir haben aktuell nur eine. Ob es noch weitere geben wird, werden wir ja sehen. Die Typen wählen. Wir möchten hier den Bus drauf haben. Und diese Variante. Wir mit diesen beiden hier arbeiten wollen. Beiden. Oh, oder hier mit. Nee, die setzen wir ein. Der Bus geht raus. Und der hier auch. Und wir haben noch den schönen hier. Den Bus nehmen wir. Aktuell ist da ein Bus drauf. Müssen wir schauen, ob das ausreichend ist. Oder ob wir hier ein paar mehr bräuchten. Okay. So. Bevor wir jetzt hier hinten neu anfangen zu bauen, würde ich jetzt erstmal hier dann doch nochmal das restliche Wohngebiet soweit ausschreiben zur Bebauung. Der kleine Zipfel muss nicht bebaut werden. Das nehmen wir hier. Da kann ich auch hier eigentlich erst zum Ausfüllen nehmen, richtig? Das ist auch irgendwie merkwürdig. Ja, hier darf gebaut werden. Warum ist das hier oben eigentlich nicht mit? Teilweise finde ich das etwas merkwürdig. Das geht auch hier oben mit zu. Und
darf man auch so bauen. Hier dürfte noch was gebaut werden. Der ganze Bereich auch. Und hier auch. Hier ist noch eine Lücke. Und hier sind noch Lücken gewesen. Okay. Dann ist das hier aber auch bald voll. Und jetzt können wir uns dann überlegen, was machen wir hier hinten mit dem Bereich? Ja, was brauchen wir noch? Irgendwelche Parks? Hier an der Stelle, wir haben hier eine Schule. Das müsste die Arztpraxis sein, oder? Ja. Wir haben noch keinen Park hier platziert. Könnten wir mal schauen. Oder so einen großen Spielplatz wäre natürlich auch mal schön. So, hier erstmal ausschalten, weil sonst bauen wir nämlich uns den Spielplatz nachher auf irgendwelche Grundstücke drauf. Oder in Straßen. Grundstücke ist nicht ganz so schlimm. Die gehen dann ja weg, die Häuser, aber auf Straßen ist halt nicht ganz so ergiebig. Ja, eigentlich bräuchten wir hinten noch was. Irgendwas Kleines. Ja, ein kleiner Spielplatz ist auch nicht so klein. Den könnten wir natürlich auf die Ecke platzieren. Ich glaube, das machen wir auch, dass wir den hier hinsetzen. Hier gibt es einmal einen kleinen Spielplatz. Der reicht bis hier vorne. Und dann nehmen wir noch einen großen Spielplatz. Den können wir dann hier hinten. Ja, die Straße bauen. Da bin ich noch nicht ganz so überzeugt. Ja, lass uns doch mal überlegen. Erstmal können wir jetzt hier nochmal. Das haben wir nämlich, glaube ich, beim letzten Mal nicht so drauf geachtet. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Weil hier haben wir schon überall 30. Hier ist 40, ist auch okay. Hier im Bereich der Schule. Da soll 30 sein. Und was wird seine und sein Auftrag hier? Ach, ist die Arztpraxis. Ja. Man sollte auch die Geschwindigkeitsbeschränkung an der richtigen Stelle platzieren. Dann ergibt sowas auch durchaus mal Sinn. So. Ich darf nicht. Doch. So, hier 30. Hier hinten machen wir wieder 40. Bei der Arztpraxis. Nur hier im Bereich der Schule. Oder der Schulen, sind da mehrere. Da soll 30 gefahren werden. Hier vorne schon, da ist der Spielplatz auf der Ecke. Ansonsten. Oha. Na komm, hier dürft ihr noch parken. Hier vorne definitiv nicht. Ist dem auch so. Ja, hier können wir es jetzt gar nicht einrichten. Weil hier einfach nicht geparkt werden darf. Sehr gut. So, dann schauen wir mal, was machen wir hier oben. Wir haben gesagt, wir möchten hier vielleicht nochmal so einen Stadtpark platzieren. Tourismus, Freizeitstadtpark. Da wäre es natürlich schön, wenn hier so ein bisschen die Wege einmal um diesen. Nehmen wir das hier. Um diesen Berg herumführen könnten. Also wirklich darauf aufpassen, dass wir hier nicht hochgehen, mal ein bisschen weiter wegführen. Jetzt gehen wir hier ein bisschen dichter mal an den Berg heran. Ziehen hier wieder so. So, wie schaut das denn hier aus? Ja, ich glaube, das machen wir mit dem anderen schönen Tool. Ja, hier weg. Dass wir hier ganz gerne von hier nach hier. Was habe ich denn da gewählt? Ach nee, nicht eine Kurve anordnen. Wir möchten eine Kurve bauen. Und zwar das hier. Nach hier hin. Ja. Und auch raus. Dann haben wir hier einmal so einen Rundweg. Und drumherum. Und müssten uns dann nur überlegen. Was haben wir hier eigentlich? Warum ist das denn hier so komisch?
Das sieht nicht gut aus. Da ist nämlich schon irgendeine Kreuzung drin gewesen. Und die möchten wir nicht. Upsala. Ist die Maus ein bisschen weggerutscht. Genau, jetzt gehen wir hier einmal rum. Jetzt müssen wir uns hier nur überlegen, wo haben wir die Eingänge. Ich würde so einen Südeingang irgendwo platzieren. Vielleicht von hier aus kommend. Das Ganze aber dann gerade rausziehend. Dass man hier so in Richtung Haupteingang kommt. Den wir hier irgendwie platzieren werden. Hier hinten so ein Nordwest. Nee, Nordost wäre das. Nordostausgang. Sollen wir mal gucken, ob der denn hier da irgendwo in diesem Bereich liegt. Ja, brauchen wir noch mehr hier vorne vielleicht noch. Also hier würde ich den Haupteingang machen, in dem Bereich. Im Südwesten. Und hier hinten vielleicht da auch nochmal so einen kleinen Eingang. Das sind ja immer... Ja, wo haben wir denn die Gebäude? Das sind die Hauptgebäude. Park Haupttor, genau. Und dann haben wir hier das Nebentor. Müsste man schauen, ob man hier so prunkvoll das macht. Das Ding dann hier ransetzt. Dazu müssen wir hier aber erstmal eine Straße haben. Und ja, ich sehe auch schon wieder, wir sind von der Zeit her wieder ganz gut dabei. Das würde ich sagen, schieben wir einfach aufs nächste Jahr. Klingt weit entfernt, ist es aber gar nicht mehr. Vielleicht seid ihr auch schon im neuen Jahr, je nachdem, wann ihr diese Folge guckt. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke fürs Zusehen und danke auch wieder für die Treue im Jahr 2023. Kommt gut hinein ins neue Jahr und ja, wir werden dann sehen, was uns denn da so erwarten wird hier in diesem Let's Play auf meinem Kanal. Mal gucken, was da so alles kommt. Und hier haben wir erstmal, apropos kommt, nämlich 4 Busse auf Reihe. Ob das so sinnvoll ist, ich wage es zu bezweifeln. Aber gut, die werden sich hoffentlich noch ein bisschen trennen, dass sie jetzt eben doch etwas länger an der Station hier warten. Hier fährt sogar schon einer mit. Okay, ja, wir wollten hier auf Wiedersehen sagen mit diesen Bussen, die jetzt hier gerade westlichen Eingang unserer Vorstadt warten. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, macht es gut, kommt gut ins neue Jahr hinein und vor allem bleibt gesund. Bis dahin, ciao, ciao.